Vor 2 Jahren haben wir unser eigenes Startup Lockhart gegründet. Erst war nur die Idee, dann haben wir 1 Jahr lang Produktentwicklung gemacht und verkaufen seit dem 2. Jahr über unseren Online-Shop. Seitdem haben wir über 15.000 Produkte verkauft, sind sehr oft auf die Schnauze gefallen und haben viel gelernt. Okay, was ist jetzt der Plan mit diesem YouTube-Kanal? Wir wollen euch einfach mit hinter die Kulissen von unserem Startup nehmen, euch unsere Prozesse, Gedanken in der Produktentwicklung zeigen und einfach so zeigen, was bei uns los ist. Also, fangen wir an. Wer sind wir eigentlich? Wir sind bisher zu dritt, einmal Jonas, Samu und ich. Ich hol die Jungs mal. Ich bin Jonas, der Mitgründer von Lockhart. Man kann einem Startup ja nie so richtig sagen, wer für was verantwortlich ist, weil jeder alles so ein bisschen macht. Und wenn ich mir neue Inhalte für Werbung oder die neue Webseite überlege, dann ist Aaron meistens der dazu die passenden Bilder und Videos macht. Und ja, dazu bin ich noch für die E-Mail-Marketing-Kampagnen verantwortlich. Dann mache ich Buchhaltung und noch die anderen Sachen, die anstehen. Und wenn ihr Lockhart irgendwie über Instagram oder eine Mail schreibt, dann bin meistens ich der die Nachrichten beantwortet. Ich bin größtenteils für die Produktentwicklung zuständig. Das bedeutet die Modellierung von den 3D-Modellen oder das Design von der Verpackung oder nach Zulieferern schauen, so und so ergeben. Andererseits mache ich auch die ganzen 3D-Drucker. Bedeutet, ich bin dann die Person, die im Produktionsengpass um 4 Uhr nachts aufstehen darf, um die Drucker neu laufen zu lassen. Also ich stelle dir jetzt einfach mal ein paar Fragen. Okay. Wie heißt du und wie alt bist du? Ich heiße Samu und ich bin 20. Wie lange bist du bei Lockhart und warum? Ich bin seit ungefähr 4 Monaten bei Lockhart und mache das quasi zwischen Studium und Schule. Und was machst du bei Lockhart? Ich habe angefangen mit hauptsächlich Sachen verpacken, beziehungsweise die Bestellungen eben abwickeln. Und mittlerweile mache ich hauptsächlich TikTok-Videos. Okay, geil. Und wen willst du grüßen? Mein Meerschweinchen. Okay, ich weiß schon, ihr fragt euch jetzt, was zum Teufel verkaufen die Jungs jetzt? Wir verkaufen das Lockhart Wallet. Das ist ein komplett modularer Geldbeutel, den man sich selbst zusammenstellen kann, wie man will. Also der Gedanke war, dass man die Module austauschen kann, womit man für sich selbst immer auf die kleinstmöglichen Abmessungen kommt. Ich zeige euch mal ein Beispiel. Ich will 2 Schlüssel, 4 Karten und ein paar Münzen mitnehmen. Dann sieht die Sache so aus. Ich habe hinten meine Keyplate, an der sich 2 Schlüssel befestigen lassen, und ein Bargeldfach mit 1 Münzdicke. Die bieten wir auch noch in 2 und 3 Münzdicken an. Oder ich will viele Karten, paar Scheine und meinen AirTag mitnehmen. Dann sieht die Sache so aus. Ich lasse das Bargeldfach weg, klemme die Scheine hinter das Band und nehme die AirTag-Deckplatte. Das ist das Produkt, wo wir besessen sind, immer weiter zu verbessern. Neue Materialien, mehr Zubehör und andere Herstellungsprozesse zu finden. Okay. Hier ein kurzer Ausblick, was euch die nächsten Wochen und Monate erwarten wird. Einmal unsere 3D-Druckfarm, womit wir selbst alle unsere Produkte produzieren können. Wir zeigen euch unser Büro, wie wir arbeiten und unser Lager organisieren. Die Gedanken, die wir bei unseren Verpackungen gemacht haben, Releases von neuen Produkten, aber auch der Entstehungsprozess hinter unseren jetzigen Produkten und wie wir die tägliche Bestellabwicklung lösen. Also, wenn ihr Bock habt zu sehen, wie es bei uns hinter den Kulissen aussieht, vielleicht selbst Ideen einbringen wollt und bei der Entwicklung von unserem Startup dabei sein wollt, ich meine, wir stehen noch ganz am Anfang, dann seid ihr hier genau richtig gelandet. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich gehe jetzt das Video schneiden und bis dahin, ciao.